Und damit Moinsen zur 31. Wir fahren hier mit Zoe und da vorne an der Kreuzung haben wir Vorfahrt. Und da kann man mir jetzt sagen, was er will, aber der hatte doch niemals Zeit, da vernünftig in die Kreuzung zu gucken. Ich meine, der wird ja gar nicht langsamer. Der fährt da ja einfach drüber, so als hätte er da Vorfahrt. Aber Vorfahrt ist ja bekanntlich so eine Sache. Die funktioniert nicht immer. Manchmal ein bisschen, manchmal gar nicht. Hier eher so gar nicht. Aber auch als Außenstehender funktioniert die Vorfahrt nicht immer so gut. Schaut hier am besten mal auf den Boden. Die rechte Spur ist nur für Rechtsabbieger. Man muss dort rechts abbiegen. Die Memo ist bei dem Roten wohl nicht ganz angekommen. Und hier wäre es ja auch irgendwie schlau zu sagen, gut, ne, ich lasse mich hinter den Tesla fallen, weil ich bin ja im Grunde schon hinter ihm. Aber das wäre doch gelacht. Ob das jetzt ein absichtliches Ausbremsen war, weiß ich nicht. Würde ich ihm jetzt nicht unterstellen. Grundsätzlich verstehe ich die ganze Aktion aber irgendwie nicht. Tesla ist hier in seinem Highland unterwegs. Hier ist auch wieder eine Hardware 4 Cam verbaut. Und wenn man nicht die Kurve geschnitten hätte, hätte man sogar reinschauen können, bevor man in die Straße fährt. Ja, der Clip ist hier vorbei. Ich habe leider nicht mehr. Also schade, aber gut, ne? Kann ich nichts machen. Für einige ist Manövrieren aber schon scheinbar sehr schwer. Und ja, von hier sieht es jetzt so aus, als könnte das durchaus ein bisschen enger sein. Aber dann fährt sie weg und man denkt sich, also wie kann man da nicht in einem Schwung aus diesem Parkhaus rauskommen? Das Video ist wieder gesponsert von Desi Supply. Da gibt es so ziemlich alles, auch Winterreifen. Jetzt, ne, Winterreifen-Saison, könnt ihr auch Winterreifen und Winterfelgen, Winterkomplettriller, könnt ihr alles da kaufen. Mein Code gilt leider nur auf alles außer Reifen und Felgen. Mögt ihr es auch immer so gerne, wenn Leute unverhofft und plötzlich bremsen, ohne jeglichen ersichtlichen Grund? Und jetzt sagt nicht, er muss Vorfahrt achten. Hier ist kein Vorfahrt-Achten-Schild. Somit hat er per Definition sogar Vorfahrt, wenn hier nur eine Spur wäre. Hier sind aber zwei. Was ich hingegen mag, ist anderen Leuten beim Beef haben zuzuschauen. Der Rote hat irgendein Problem mit diesem Taxifahrer. Der ist irgendwie immer dahinter. Der Taxifahrer fährt absichtlich langsam. Er schlängelt dahinter, versucht zu überholen. Das Video fängt erst jetzt an, weil ich halt sie erst jetzt vor die Linse bekommen habe, weil ich bin ja gerade erst dazugestoßen. Keine Sorge, geht noch weiter. Was deren Problem ist, war keine Ahnung. Michel fährt hier mit seinem Y in der Innenstadt und würde gerne links abbiegen, wie der vor uns auch schon. Nur leider geht's irgendwie gerade nicht weiter. Hinter uns kommt ein cleverer Skoda an und denkt sich, boah, ne, die stehen hier bestimmt alle nur zum Spaß, ich fahre direkt dran vorbei. Hat dann aber noch gemerkt, dass es nicht ganz so clever ist. Aber wenn es Zeit spart, werden Leute immer kreativ. Das war schon immer so. Und andere können ganz ohne Hindernis mal einem ausweichen. Halt, stopp! Hildegard, wir mussten doch hier rechts. Aber auch mit einer richtigen Dashcam ist Vorfahrt so eine Sache. Wie ist das? Wir sind alle gleich, nur einige sind eben gleicher? Wer auch was einsenden möchte, kann das gerne tun. Einfach an testercam@testelukas.de schicken. Infos in der Beschreibung. Und dann können wir alle gemeinsam im Internet über die Leute richten, wie über diesen Rotfahrer. Sehe ich es jetzt? Da vorne fahren irgendwelche Seifenkisten oder sowas. Hat irgendeiner eine Ahnung, was das ist? Würde mich mega interessieren. Vorfahrt nehmen können viele gut. Man hat bei Radfahrern nur manchmal das Gefühl, ihnen ist gar nicht bewusst, was sie eigentlich tun. Ich meine, hinter mich ist ja frei. Warum fährt man denn dann wissentlich vor ihm auf die Straße?
Bei wiederum anderen geht man einfach nur davon aus, dass sie nicht geschaut haben. Ich unterstelle ihm jetzt hier wirklich mal keine Absicht. Wahrscheinlich hat er einfach vergessen, in die Spiegel zu schauen und Michael steht halt ein bisschen doof da, als er plötzlich losfährt. Ich meine, klar, sollte einem Fahrdienst nicht passieren, ist jetzt aber auch nichts Weltbewegendes. Zoe ist hier hinter so einem Audi unterwegs. So weit, so gut. Leider scheint dem Audi wohl etwas Blinkerflüssigkeit zu fehlen. Jetzt stehen wir nämlich hier und haben keine Ahnung, was er macht. Keine Ahnung, was es da macht, hat das Auto bei Michael wohl auch. Ziemlich wenig. Ich meine, steht auf der Straße, Fahrertür ist offen. Ich meine, Michael schreibt dazu, Auto wohl von der Einfahrt gerollt. Und das ist das Einzige, was ich mir auch vorstellen könnte. Man hat vergessen, die Handbremse anzuziehen und das Auto ist einfach losgerollt. Weil warum sollte sonst die Tür offen stehen und sonst niemand da sein? Zoe hat den Elefantenrennen erwischt und der Gelbe schafft es dann jetzt auch gleich mal tatsächlich den Weißen zu überholen, aber halt mit so wenig Abstand, dass das Ding im Grunde genommen 2 Meter vor ihm gerade reinfährt. Und wieso weicht der Hintere dann jetzt plötzlich so aus? Nun ist es ganz einfach, der Hintere möchte sehen, was vor dem anderen ist. Der Gelbe hat ihm im Grunde gerade eine Wand vor die Nase gesetzt. Und das feiert der hintere LKW eben zu Recht so gar nicht, weil wenn da jetzt plötzlich ein Stauende ist, dann sieht er das nicht und hat keine Chance zu reagieren. Und durch den Schlenker kann er eben wieder vorbeigucken. Das gleiche gilt natürlich auch beim Abbiegen, ne? LKWs sind halt eben einfach groß und lang und brauchen Platz beim Abbiegen, deswegen kann man da ruhig mal ein paar Meter früher anhalten, das ist nicht das Problem. Ich meine, auch das Gerät, wo ihr gerade das Video drauf schaut, war irgendwann mal auf dem LKW, also könnt ihr ruhig mal nett zu denen sein. Auf dem Nürburgring fährt man die Kurve auch Ideallinie, wieso nicht mal in der Stadt? Auf dem Nürburgring zählt auch jede Sekunde, wieso dann nicht auf der Autobahn? Auf dem Nürburgring? Nein, ich lasse es, ist durchgelutscht. Macht die Aktion aber nicht unbedingt besser. Vor allem bringt es im Stau ja erwiesenermaßen nichts, ständig die Spur zu wechseln. Damit sind wir wieder am Ende, war halt nicht so viel dabei, was ich wiederholen musste, deswegen ein bisschen kürzer heute. Als erstes den Daumen, dann drückt ihr links den Abo-Button und rechts ist die nächste Folge, da könnt ihr direkt weiterschauen. Und der Funfact für diese Folge, wusstet ihr, dass Haie die einzigen Fische sind, die blinzeln können? Nur Haie haben so eine Art Augenlid, alle anderen Fische haben keine Augenlider und können somit nicht blinzeln.